Ja, wir machen alles mit dem Velo. Ich fühle mich relativ sicher. Ich fahre sicher vorsichtiger mit dem Veloanhänger, wenn ich über das Zentral fahre, über das Bellevue, als ohne. Warum überhaupt mit dem Velo Kind transportieren? Kann man es rein sitzen, anschnallen und das ist von dort. Also praktisch, so bewegt. Ja, viel praktischer. Fühlen Sie sich sicher im Verkehr mit dem Anhänger? Ja, also ich würde, glaube ich, in der Stadt nicht wahnsinnig große Strecken damit fahren, weil irgendwie, wenn Schienen da sind, muss man aufpassen mit dem Verkehr, wenn es eng wird und so. Aber so für kurze Strecken finde ich es ideal. Auch Bernhard Schwabe ist dieser Tage viel mit Velo-Anhängern unterwegs. Der TCS-Experte hat 5 der meistverkauften Modelle getestet. Die 2 Plätze kosten im Fachhandel zwischen 520 und 900 Franken. Erstes Testkriterium, die Handhabung. Wie einfach lassen sich die Anhänger zusammenbauen? Wie einfach und schnell am Velo ankuppeln? Und wie groß und praktisch ist der Stauraum? Ein weiteres Testkriterium ist die Sicherheit der Geräte. Wir haben geschaut, ob das Kind in die Speicher der Räder greifen kann oder ob es sonst scharfe Ecken und Kanten gibt, die sich verletzen kann. Wir haben die Funktion der Feststellbremse geprüft. Wir haben die Gurten angeschaut, also das Gurtschloss, ob die Gurten verstellbar sind und ob sie gepolstert sind. Bei der Sicherheit zeigt keines der Modelle Schwächen. Kriterium 3. Wie stabil und sicher sind die Anhänger beim Fahren? Zum Beispiel auf Wald- und Feldwegen. Oder in engen Kurven. Hier bleiben alle Anhänger sehr stabil, auch bei hoher Geschwindigkeit. Zum Fahrtest gehört auch eine Vollbremsung mit 40 Kilogramm Beladung. Unter Umständen eine heikle Situation. Die Anhängerkupplung ist auf der einen Seite des Velo montiert. Und wenn man jetzt eine Vollbremsung macht, dann wird durch Gewichtsverlagerung das hintere Rad sehr leicht. Und dann kann es passieren, dass der Anhänger das Velo auf die Seite wegdrückt. Und wenn man dann nicht parat ist, dann kann es zum Sturz führen. Der TCS prüfte auch den Komfort der Anhänger. Wie bequem sind Ein- und Ausstieg? Wie gut lassen sich die Gurte einstellen? Wie bequem sind die Sitze? Und hat das Kind auch mit Helm gut Platz? Insgesamt am wenigsten Punkte erreicht im Test der Leggero Vento Sail. Das Modell wird nur online vertrieben und kostet 444 Franken. Das Schweizer Produkt erreicht 54 von 100 möglichen Punkten. Der Leggero ist anders konstruiert als die anderen Anhänger. Er basiert auf einer Leichtmetallwanne. Damit ist er einer der schwersten Anhänger im Test. Auf schlechtem Untergrund trönt die Konstruktion. Positiv, er bietet viel Platz und hat bequeme Sitze. Praktisch gleich auf liegt der XLC Duoline, der zweitgünstigste Anhänger im Test. Im Fachhandel gibt es ihn für 519 Franken. 55 Punkte. Der XLC bietet eigentlich alles, was wichtig ist. Er sticht aber auch nie speziell raus. Beim Komfort fällt er etwas ab, weil er sehr spartanisch ausgerüstet ist. Das Fahrwerk ist nicht gefedert, die Gurten sind nicht gepolstert. Dafür ist er preislich sehr interessant. Wie gut schützen Veloanhänger die Kinder bei einer Kollision im Vergleich zu Velositzen? Das prüfte Kassensturz im Jahr 2010. So einen Unfall hätte ein Kind im Sitz wahrscheinlich nicht überlebt. Der Anhänger schützt deutlich besser. Wir sehen, dass das Kind, das der Kollision zugewandt ist, den Kopf da am Rahmen angeschlagen hat. Und der Rahmen, der da bezogen ist, hat das Kind natürlich auch geschützt, dass das Rad nicht eindringen konnte. Und damit waren die Kinder sehr gut geschützt bei diesem Unfall. Dass der Anhänger sicherer ist, würden auch Forschungsstudien belegen. Laut dem Unfallexperten sei das Risiko einer Verletzung beim Veloanhänger 6-mal kleiner als beim Kindersitz.
Der Veloanhänger ist natürlich tief unten, hat einen tiefen Schwerpunkt, ist breiter. Und der grosse Vorteil ist, der Veloanhänger kippt in den meisten Fällen nicht, wenn das Zugfahrrad umgeht. Im Gegensatz zum Velositz, wir sind doch hier etwa auf einer 1,20 Meter Höhe. Und wenn das Velo umgeht, ist natürlich das Kind am Boden und kann sich auf der Straße verletzen. Immer mehr Eltern ziehen den Veloanhänger mit dem Elektrovelo. Das ist auch mit schnellen E-Bikes legal, beeinflusst aber den Bremsweg massiv. Zu beachten ist da, dass wir natürlich einen viel längeren Anhalteweg haben bei erhöhter Geschwindigkeit. Und die allgemeine Empfehlung ist, mit einem Anhänger und einem schnellen E-Bike nicht schneller als 25 Stundenkilometer zu fahren. In der Bewertung nicht berücksichtigt, aber wichtig zu wissen, Gefahr droht auch, wenn der Anhänger mit einem Rad ein Hindernis überfährt. Es braucht wirklich eine extreme Situation, dass der Anhänger kippt. Aber wenn man zum Beispiel abgedrängt wird und mit dem einen hinteren Rädchen einen Randstein verwischt, dann kann es passieren. Ja. Was heisst das fürs Fahren? Man muss darauf schauen, dass man genug Abstand zum Trottoirrand hat. Im Mittelfeld der Bewertung liegt der Thule Chariot Light. Der TCS gibt ihm 60 von 100 Punkten. Der Thule ist positiv aufgefallen bei der Handhabung. Er lässt sich mit Knopfdruck einfach zusammenfalten, sehr kompakt. Er gehört auch zu den leichtesten Anhängern im Test. Beim Fahrverhalten kann er mit den Testsiegern nicht ganz mithalten. Dort überzeugt der Cruiser Kid Plus am meisten. Er verpasst mit 69 Punkten den Testsieg nur knapp. Der Cruiser hat bei den Fahreigenschaften am besten abgeschnitten, dank tiefem Schwerpunkt und breiter Spur. Er hat die intelligenteste Kupplung, die sehr einfach zu bedienen ist. Und er hat als einzige batteriebetriebene Lampen im Griff. Fast gleich teuer, aber noch einen Tick besser, der Burley D-Light. Er ist mit 12,8 Kilo der leichteste Anhänger im Test. Und vor allem, wenn man kein Elektrovelo hat, ist man froh um jedes Kilo, das man nicht ziehen muss. Das Fahrwerk ist gefedert. Je nach Zuladung kann man so einstellen. Und beim Fahren merkt man das, dass er sehr stabil und ruhig hinter dem Velo herläuft. Und egal ob Veloanhänger oder Velositz, kluge Köpfe schützen sich mit Helm. Eine Ergänzung noch zum Modell Leggero. Wenn ihr heute in die Läden geht, dann findet ihr bereits das Nachfolgemodell davon. Das, was der TCS getestet hat, das gibt es noch online zu kaufen.